Wir nehmen hier Jacob, Richard, Dallas. Was liest denn du Schönes? Ein Comic. Pollard, du bist... Hi. Verdammte Banditen haben fast meine ganze Familie ausgelöscht. Nur ich bin noch übrig. Solltest du die Chance haben, einen zu erledigen, nutze sie, bevor er es tut. Na klar, werde ich das tun. Na, wenn das nicht der Fremde aus dem Nichts ist, Lust mal dein Glück mit den Karten zu versuchen? Oh Gott, soll ich das tun? Nein. Lass mich raten, du willst Karten spielen? Nein, will ich nicht. Oh, Elizabeth. Du sagst nichts? Du untersuchst die Karte hier? Soll ich dir helfen? Hm. Dann nicht. Innerhalb dieser Stadt zu sorgen. Mit Bestürzung muss ich in letzter Zeit Berichte über Wucher, Horterei und unlautere Geschäftspraktiken. Oh mein Gott. Das Ansehen dieser Stadt wird von ihren Bewohnern bestimmt. Und wir ist ein verdammt guter Fahrer. Das erinnert mich total an dich selbst in deinem Alter. Oh ja, du warst bestimmt auch ein total guter Fahrer. Unser aller Erfolg ist vom Erfolg jedes Einzelnen. Ja, sichere, wohlhabende Stadt, halt die Klappe. Wieso ist der Schaden nur noch so wenig? Hier ist ja was verkauft. Oh, du Sack. Ab ins Ödland und jetzt leckt's wieder und wir haben irgendwelche geilen, ungeladenen Texturen wieder vor uns. Oh, wunderschön. Boom. Benutze Maus 1, um deine Waffe abzufeuern. Sehr gut. Wir fahren erstmal zurück zu Dan. Dieser Teil des Ödlands wird von Banditen beherrscht. Eliminiere sie, um eine Belohnung zu erhalten. Oh, drei. Drei muss ich töten. Aha, ist meine Waffe besser als eure? Ja, ihr seid scheiße, ihr seid scheiße. Weißt du, mir sind sie vorhin direkt hinterher gefahren und haben mich nicht down bekommen. Huh, $75. Nice. Die hat mir Sally natürlich gleich überwiesen. Während ich hier fahre. Nee, nee, nee. Wow, das war zu stark gebremst. Willkommen im Hager-Territorium. Mal wieder. Da vorne ist der Eingang. Warum stelle ich mich nicht dahin? Ich hätte auch reinfahren können. Egal. Fahrzeugschnellzugriff. Objekte wie das Schild können im Ödland den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Beschaffe dir bei den Händlern Ausrüstung. Ja, jetzt nicht. Später vielleicht. Stan da drin. Natürlich ist Stan da drin. Hi, Dan. Na, Becky? Dann sehe ich den Namen nicht. Und Dan, dir geht's gut. Schön, dich wiederzusehen. Hatte dich schon fast abgeschrieben. Und du hast den Archenanzug weggeworfen. Könntest glatt als einer von uns durchgehen. Ist der alte Clayton durchgekommen? Nee, tut mir leid, er ist gestorben. Mir ist klar, dass du einiges riskiert hast, um uns die Sachen zu bringen. Oh, ja. Sie werden uns eine große Hilfe sein. Und da ich meine Schulden immer bezahle, will ich dir mein Lieblingsbaby schenken. Die Desert Striker Armbrust. Geniale Waffe. Doppelt so stark wie ein Bogen und völlig lautlos. Yeah. Zu den schlechten Nachrichten. Wir haben nicht weit von hier Patrouillen der Regierung gesehen. Müssen erfahren haben, dass sich hier ein Archenbewohner rumtreibt. Warte in Wellspring, bis sich die Wogen geglättet haben. Und
Viel Glück, mein Freund. Danke, danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was machen wir jetzt? Oh. Hi, Lossum. Und, wie geht's? Guck so blöd rein, die habe ich wohl bestimmt vergessen. Hei, hei, hei. Nach allem, was wir durchgemacht haben, vergisst die mich einfach. Ist das nicht so ein Auftragsding? Stand Expressbrief, genau, genau. Sucht immer Fahrer, die zu gefährlichen Fahrten bereit sind. Ja, Stanley ist in Wellspring, das weiß ich noch vom letzten Spiel. Boah. Und ab geht er! Verdammt. Zurück nach Wellspring. Was machen wir denn da? Jetzt mal, der Bürgermeister wird dann noch ein bisschen mit uns labern. Der Sheriff. Wow! Hört auf! Oh, cool. Zack. Jawohl. Gott, lädt der lange, ey. Das ist ja echt schlimm. Entschuldigung. So, verlassen. Und zwar Wellspring. Ihren Wettbewerb innerhalb dieser Stadt zu sorgen. Hey Bruder, Bürgermeister Clayton und Sheriff Black haben nach dir gefragt. Du bist ganz schön begehrt, oder? Ja. Und denk dran, wenn dir die Munition für deine Buggy-Kanonen ausgeht, kannst du dich jederzeit bei Koffer oder bei einem Rusty an der Rennstrecke neu eindecken. Wunderbar, danke, Mick. Hier muss ich lang. Gott, oh Gott, hat es gerade schlecht ausgesehen. Nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir eine sichere und wohlhabende Stadt. Also Rage ist schon ein recht schönes Spiel, aber manchmal die Textur, Ladezeit, die sind ja echt der Hammer. Hey Ben, geht? Pardon? Pardon, ja gut, okay. Tut mir auch leid. Jake! Und? Bash TV? Hammer! Bash TV? Beste Show der Stadt. Haufen Kohle zu gewinnen, aber die meisten verlieren. Oh, verdammt! Die meisten verlieren? Ich bin aber nicht die meisten, ich bin was Besonderes. Haufen Kohle könnte ich gebrauchen. So, Herr Black, was los? Du bist zurück! Ja. Hab da ein Problem und ich glaube, du wärst genau der Richtige dafür. Ja, Richtige, okay. Aber der Norden ist zu gefährlich für so einen kleinen Buggy wie dein. Ach so. Du brauchst du schon was mit ein bisschen mehr Power. Okay. Was brauche ich denn da? Du brauchst unbedingt einen Caprino. Ein Caprino. Ich habe hier ein paar Vorräte, die nach Norden müssen. Aber besorg dir erstmal eine anständige Karre, okay? Also ich brauche ein Caprino. Das ist italienisch? Caprino. Hm. Frag Jackie Weeks drüben am Eingang zur Rennstrecke. Er bringt dich in das richtige Rennen. Okay. Nice. Am einfachsten kommst du an den Caprino, indem du ihn gewinnst. Frag Jackie Weeks, er bringt dich in das richtige Rennen. Das haben wir gerade schon, Sheriff. Du musst jetzt hier nicht nochmal alles wiederholen. Okay. Dann gehen wir zu Jackie Weeks, ne, und fahren noch ein Rennen. Ah, das ist Stanley. Hey, du da. Der Paketdienst ist gerade auf der Suche nach neuen Fahrern. Immer wollen sie Fahrer haben. Rennfahrer, Paketdienstfahrer. Lastkraftfahrer. Wo will ich jetzt hin? Hier. Oh, hier ist Stuart, das war meine Schuld. Tut mir leid. Hi, Stuart. Endlich mal einer, der freundlich ist. Stewie, ich mag dich. Na, Kid? Pardon. Hm, okay. Wieder Benjamin. Hallo, hallo Warren. Ha, der kann auch reden. Das finde ich ja gut. Kann mehr machen als nur Rümpf und... Achtung, das Dusty Age-Sponsorenrennen ist eröffnet. Starkey. Das beliebteste Rennen hier. Lass mich jetzt...
Da. Okay. Auf der Suche nach einem besseren Satz? Nein, ich bin so auf der Suche nach einem Caprino. Dann ist das Dusty Age Sponsorenrennen genau das Richtige für dich. Da können sich sämtliche ansässigen Geschäftsleute präsentieren. Etwas Werbung, plus Tempo, plus Chaos. Hilft Fahrern und Firmen. Eine Win-Win-Situation. Die besten Fahrer gewinnen die besten Wagen. Aber wenn du teilnehmen willst, brauchst du einen Sponsor. Ich bin mein eigener Sponsor. Ich hab gehört, dass der Produzent von Mutant Bash TV, oder wie das heißt, ein Fahrer sein. Ah. Red doch mal mit ihm. Das hat er gemeint. Sein kleiner Horrorladen ist unten am Südhighway. Halt einfach nach dem Schild mit seiner Fresse drauf aus. Sehr gut, mach ich. Oh, Entschuldigung, Benjamin. War meine Schuld. So. Larkin, warum habe ich noch kein Essen bekommen von dir? Schon vom Feldtritt gehört? Das ist das seltenste in Ödland. Mhm. Es soll vom Asteroiden stammen. Mehr weiß ich nicht. Nur, dass die Leute bereit sind, viel Geld dafür hinzulegen. Wenn sie welches finden. Wer bei einer Straftat erwischt wird, kommt umgehend vor Gericht und wird im Zweifelsfall verbannt. Bitte helfen Sie uns, die Sicherheit aufrechtzuerhalten und Kriminelle zu überführen. Interessant, hä? So, jetzt muss ich zu Mutant Bash TV. Also die Karre sieht nicht in Ordnung aus. Oder muss die so sein? Hm, Caleb, was mit dir? Hab gehört, Starkey ist der beste Fahrer hier. Echt? Bist bestimmt heiß drauf, gegen ihn anzugehen. Ja, sicher. Den mach ich fertig. Den rauche ich in der Pfeife. Das Ödland gehört den Banditen. Mhm. Wäre vielleicht besser, ihnen Schutzgeld zu zahlen, statt den Regierungskaspern. Stimmt. Adam. Entschuldigung, Stuart, war wieder meine Schuld. Da ist Mick. Ich muss mal raus hier. Lade, lade, lade. Und wieder Texturenfehler. Na, Hauptmaschine. Oh, lecker. Okay, diesmal nach Westen zum Mutant Bash Studio. Oh, fickt euch. Fickt euch. Fickt euch und eure Mütter, ihr. Alter. Warte mal. Nee, dafür bin ich schon richtig. Ah, ich muss vier. Ah, ihr habt nichts drauf. Wow, lass mich doch mal erstmal hier. Boah, fick dich doch. Jetzt habe ich schon wieder 15 FPS nur. Was soll die Scheiße? So, verrecke da hinten. Und du auch. Da hinten kommt noch einer. Wow. Level 3? Hat der ein Schild? Ha! $100! Jawohl! So, jetzt fahr weiter. Aua. Ach, hier ist es. Das sieht ja vielversprechend aus. Geil. Wieso habe ich wieder nur 15 FPS? Das ist doch. So kann ich doch hier nicht mitmachen. Das ist doch scheiße. So. Ich hoffe jetzt. Es geht schon wieder runter 15. Super. Ich kann so keine Minuten Best-TV Arena. Na, sieh mal einer an. Neues Gesicht, neuer Körper. Oh, wie gut, dass ich mich heute Morgen aus dem Bett gerollt habe. Ja. Lassen Sie mich mal ab. Sie suchen einen Sponsor, oder? Ja, genau so sieht's aus. Der wieder immer noch labert, die scheiß FPS-Zahl. Ja, fick dich doch einfach. Ja, ich möchte. Exzellent! Gute Shows werden von mir in Endlosschleife gezeigt.
Wie er echt immer noch gelabert hat, nachdem er fertig war quasi. Jetzt darf ich hier Mute und Bash TV, jetzt hat es überhaupt keiner mitbekommen. Oh, Drecks Kack-PC. Herzlich willkommen zu einer neuen knochenkrachenden Episode von Mute und Bash TV. Der Show, in der das Blutvergießen Trumpf ist. Mit 15 FPS. Direkt aus der Vergangenheit. Er sieht hart aus, aber kann er auch kämpfen? Bald werden wir es wissen. Aber jetzt erstmal Applaus für unseren Helden. Yay! Wuhu! Also, TV-Show. Kannst du jetzt mal losgehen? Yeah. Gott, sieht das sexy aus. Wow! Du Spacken! Okay, das wird wohl die erste Arena sein. Ich habe nur meine Wingsticks, fällt mir gerade auf, ja. Lässt du mich da jetzt mal rein? Da wäre ich auch für. Ich weiß. Und ich werde nicht getötet werden.